Von den unzähligen unerfüllten Stadtratsbeschlüssen ärgert mich als ehrenamtlicher Stadtrat besonders der für den Bahnhofsvorplatz in Niedersedlitz. Der stammt aus dem Jahr 2014. Mittlerweile warten wir auf die 10. Beschlusskontrolle, wo uns die Verwaltung immer wieder mitteilt, dass es immer noch nicht umgesetzt wird. Es ist immer noch nicht eine Umsetzung in Sicht. Und mittlerweile haben wir zwei grüne Baubürgermeister, die diesen Beschluss ignorieren. So muss man es nennen. Das frustet die Bürger vor Ort, aber gleichzeitig auch mich als Stadtrat, weil es eine Ignoranz aller ehrenamtlicher Stadträte darstellt.